Wechsel aus der privaten Krankenversicherung wegen Schwerbehinderung erfolgreich umgesetzt. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ein Mandant von uns beauftragte uns im Zusammenhang mit der Ablehnung einer Erwerbsminderung um Vertretung. Wir haben dann also gegen den Ablehnungsbescheid Widerspruch eingelegt. Dieser Mandant war früher einmal Beamter und ist erkrankt. Ist wegen dieser Erkrankung dann nicht in den Beamtenstatus als dauerhafter Beamter aufgenommen worden, sondern musste dann Hartz IV beantragen. Er wurde also entlassen, musste Hartz IV beantragen. Er ist privat krankenversichert und hat uns diese Informationen auch im Zusammenhang mit dem Erwerbsminderungsrentenverfahren auf den Tisch gelegt. Er ist 1981 geboren, also noch relativ jung an Jahren. Und im Zusammenhang auch mit dem Beratungs- oder mit dem Auftrag schickte er uns auch noch einen Bescheid vom Ende Mai 2020 über die Feststellung eines Grades der Behinderung von 50. Für unseren Mandanten besteht oder bestünde an sich die Aufnahmemöglichkeit in die freiwillig gesetzliche Versicherung nach § 9 SGB 5. Denn er ist unter 45 Jahren, er ist schwerbehindert. Und seine Mutter, hierauf kam es nämlich an, konnte die Vorversicherungszeit von 5 Jahren ab dem Datum der Feststellung der Schwerbehinderung rückwirkend nachweisen. Er selber ist nicht verheiratet, hat auch keine Kinder, sodass auch hier sein Ehegatte da nicht einspringen konnte. Aber seine Mutter konnte einspringen. Und deshalb habe ich ihm geraten, bitte stellen Sie bei irgendeiner Krankenversicherung Ihrer Wahl einen Aufnahmeantrag. Und das hat er auch gemacht. Und zwar hat er bei der IKK einen Aufnahmeantrag gestellt und hat um Aufnahme in die gesetzliche Krankenversicherung gebeten. Da er damit nicht so richtig klargekommen ist, habe ich mich auch in dieses Verfahren noch mit eingeklinkt und habe dann letzten Endes hier dieses Antragsverfahren durchgeführt. Und als das alles erledigt war, das ging auch relativ fix, kam auf einmal am 11. Juli der entsprechende Aufnahmebescheid durch die IKK. Da haben wir auch uns wirklich sehr gefreut und unser Mandant hat das gar nicht so richtig begriffen. Und dann habe ich ihm per Mail nochmal mitgeteilt, Sie sind seit dem 14.06.2020, das war das Datum, das die IKK hier angenommen hat, freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung. Was ist noch zu tun? Erstens, wir müssen jetzt umgehend den privaten Krankenversicherungsvertrag kündigen. Es muss dem Jobcenter mitgeteilt werden, dass unser Mandant seit dem 14.06. freiwillig gesetzliches Mitglied ist und er deutlich niedrigere Beiträge zur Krankenversicherung zahlen muss als jetzt. Für unseren Mandanten war das eine super Nachricht, da hat er sich riesig drüber gefreut. Näheres zu diesem Thema und zum Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.